Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Beaks. Ja, wie man unschwer erkennen kann, sind wir auch schon wieder auf Achse. Und zwar, ganz kurz entschlossen haben wir, oder spontan entschlossen haben wir uns auf den Weg gemacht ans Meer. Es dämmert bereits schon, da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ne? Es ist 18:15 Uhr. Und Sonnenuntergang und gleich wird's duster. Also da muss man auch erstmal wieder mit klarkommen, ne? Ja. Muss man ja auch mal sagen. Und jetzt werden ja die Uhren erst noch umgestellt, ja, ne? Dieses Wochenende. Ah ja, genau. Genau, wenn wir nämlich da sind, und zwar wir fahren nach Cuxhaven. Wir haben mal wieder gedacht, wir wienern die Platte und gucken mal, was da so los ist und treffen uns bei der Gelegenheit auch gleich mit unseren Freunden. Die kommen am Freitag und die haben da eine Ferienwohnung gemietet. Und wir dachten uns, das Wetter soll ja richtig schön werden, brattern wir heute einfach los schon. Ja, und da freuen wir uns mega drauf, mal wieder schön ein bisschen Seeluft schnuppern. Kannst du es denn schon riechen, Schatz? Bitte? Kannst du die Seeluft schon riechen? Ja, doch, da kommt so ein bisschen schon, kommt an, schon an, ne? Ja. Ja, muss ich auch sagen. Ich glaube, ich rieche auch schon so ein Fischbrötchen. Da freue ich mich nämlich auch schon wieder drauf. Ja, also wir sind jetzt kurz hinter Bremen, glaube ich, ne, schon? Ja. Kurz hinter Bremen, doch, ja, da könnte man langsam so ein Fischbrötchen schnuppern, ja, da hast du recht. Ja, und wir können uns ja nachher nochmal melden, wenn wir ankommen. Oh Gott. Dann wird es schon dunkel sein. Wir haben jetzt noch 1,5 Stunden zu fahren und wir melden uns später wieder. I never wanted us to be like this. I never wanted it.
Wie immer in der Küche, wo auch sonst, ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, kochen, abwaschen, Hausarbeit, das ist das Leben im Wohnmobil. Das muss man ja auch klar mal dazu sagen, ne? Dass man so gewisse Arbeit den ganzen Tag, ja. Du hast es dir ja so ausgesucht, ne? Ich? Und ich auch. Wollte gerade sagen, war das nicht deine Idee? Nein, ist ja Quatsch. Wir haben eben schon eine schöne Radtour gemacht. 2 Tage haben wir hier schon geschlafen. Also ruhig kann man ja hier schlafen, da gibt es ja gar nichts. Ne? Außer mal so ein kleines Röhren vom Dieselmotor, aber das gehört ja dazu. Ne? Also für so einen Hafen, muss ich sagen, ist es relativ leise noch. Ne? Also klar, die Tröten, wenn die ordentlich losgehen, also ist schon nicht ohne. Aber ich war noch nicht im anderen Hafen, also ich bin nicht so oft in Häfen. Naja, aber das ist ja logisch, dass da nicht so... So Mäuschenstille, wie irgendwo mit dem Wald zugeht. Nee, aber wie trotzdem, gesagt, kann man gut aushalten. Wir haben das ja auch schon gefilmt. Ich weiß gar nicht, ob man das verlinken kann. Also wir machen jetzt hier keine Platzvorstellung oder so, weil das haben wir schon. Und ich glaube, das gibt es ja auch ohne Ende hier von der Platte, ne? Ja, klar. Da müssen wir jetzt den Platz nicht nochmal vorstellen. Also es ist nicht für jedermann, kann ich auch verstehen. Also mein Urlaub möchte ich ja auch nicht verbringen. Ne? Und ist aber natürlich äußerst interessant, so die erste Reihe. Ne? Also, dass es hier manchmal keine Kloppe gibt, also das wundert mich ja. Ne? Das ist so schnell, wenn da einer rausfährt, also so schnell wie das hier, zack, 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 wieder rein. Und wir hatten ja auch erst überlegt, ne? Und neben uns, also das wäre ein ganz schönes Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Und was dann haben wir uns überlegt, wenn wir beide losfahren auf einen schönen Platz hier in der ersten Reihe, ja, dann ist guter Rat teuer. Warte, ich komme mal mit zu dir. Ja, komm mal zu mir. Das ist bestimmt auch mal. Ja, auf jeden Fall haben wir gedacht, okay, so schlecht. Wir sind einmal noch umgezogen, ne? Nach der ersten Nacht sind wir umgezogen, da standen wir ziemlich weit vorne. Ja, genau. Und jetzt sind wir so ein bisschen weiter hier hinten. Können zumindest aufs Meer gucken zwischen den Wohnmobilen durch. Und ja, kannst ja gleich mal zeigen, wie wir hier so stehen. Also so ein bisschen mehr sieht man. Ja, auf jeden Fall ist es so schon nicht schlecht. Jetzt haben wir gerade noch mal 3 Tage verlängert. Und
Auf jeden Fall, wir haben schon wieder so ein Glück mit dem Wetter, ne? Das ist ja so traumhaft. So, so viel Sonne. Und das jetzt noch Ende Oktober, also echt traumhaft, wirklich. Ja, heute schon vorhin gerade die erste Radtour, deswegen sehe ich auch so ein bisschen friemelig aus durch diesen Helm. Aber ihr wolltet das ja so. Ihr habt gesagt, kauft euch Helme. Ja, das stimmt. Ja. Nein, haben wir auch, was heißt eine Radtour, wir sind zu Edeka gefahren und sind die Mandarinen und haben uns kurz hier den anderen Stellplatz angeguckt, an der Schleuse. Aber für Iris ist das nichts, da stinkt so drin noch Fisch. Ja. Das ist dann mitten im Also man muss ja sagen, das ist aber nicht, dass ihr sagt, dass wir meckern schon. Nein, das ist kein Meckern. Nein, es ist eine Feststellung. Es möffelt nach Fisch, aber gut, man isst ja am Meer. Trotzdem wollen wir da mal irgendwann gerne hin, weil da ist natürlich super, da gibt es natürlich echt klasse Fischrestaurants da direkt. Ja, aber 3 Meter nur entfernt. Wir sind extra da noch ein bisschen mit dem Rad rumgegurkt, mit Hunden. Also, ja, zum Spazieren gehen gar nicht, ist es da nicht so richtig toll. Also ich mache mal schon mal ein bisschen weiter. Ja, mach das. Ja, ich zeige noch mal kurz unsere Aussicht hier. So, Sonne geht gerade unter. Nee, ich finde es hier auch ganz schön, muss ich sagen. Ja, ne? Ja. Also, naja, wie gesagt, das ist ja entweder man findet das hier gut oder man... Oh. Jetzt fange ich auch schon an mit dem komischen Drehen. Ne? Ja, entweder man findet es hier gut oder sagt, nee, also geht gar nicht, verstehe ich beides. Ja, das kann man, klar, kann man es verstehen. Man steht hier wirklich nur auf Beton oder Pflasterstein. Ne? Einer neben dem anderen. Ich weiß gar nicht, wie viele Wohnmobile hier hinpassen. Und das ist wirklich, wir sind ja auf dem Dienstagabend schon gekommen. Ja. Jetzt haben wir Donnerstag. Also so erste voll, und zweite voll. Reihe ist fast immer, also erste sowieso immer voll, zweite auch fast immer. Gibt zwar vereinzelte Plätze noch, aber also ist wirklich ordentlich was los. Ne? Aber ist bestimmt auch wegen dem super Wetter. Ne? Ja, naja, auf jeden Fall, morgen hat Carsten frei. Morgen ist Freitag und morgen nehmen wir euch noch mal mit. Da wollen wir hier noch mal ein bisschen mit dem Rad rumeiern und dann schalten wir den Apparat wieder ein. Ja, so machen wir es. Ja, ne? Ich wasche erstmal ab. Ja. Und du? Ja, ich gucke mal, was so anfällt. Ne? Was fällt denn an? Ja, ich muss ja hier noch ein bisschen aufräumen, hier unsere Geräte wieder in Stellung bringen, hier unsere Läppis. Was sind für Geräte? Läppis. Die schaltet man doch ein. Nein, die muss auch noch entsichert werden. Ach ja, wir haben sie ja gesichert. Ja, ja, klar. Gut. Ja, gut. Ich mache weiter, du entsicherst unsere Geräte. Ja, nun tun wir nicht so, das ist eine Menge Arbeit. Ne? Es kommt vergleichbar mit dem Abwasch. Ach, aber das gut, wir okay, reden dann nochmal weiter. Ne? Ich entsichere die Geräte. Nein, du kannst das nicht. Du weißt nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie der Abwasch das geht. Das zeige ich dir. Okay, genug ja, jetzt. Gut. Genug jetzt. Also, bis dann. Hier stehen wir jetzt an einem ganz besonderen Ort, also für uns ein ganz besonderer Ort, für unsere damalige Zukunft ein ganz besonderer Ort, denn hier hat alles angefangen. Also unsere Camperkarriere hat genau hier vor knapp 20 Jahren angefangen. Unsere gemeinsame. Also ich bin ja schon seit meinem 13. Lebensjahr so ein bisschen dabei, aber unsere gemeinsame war genau hier in Cuxhaven. Und zwar fragte meine Freundin uns damals, ob wir nicht Lust hätten, mit zum Beachzocker zu kommen. Das findet oder fand hier einmal im Jahr statt. Und dann darf man hier auch sogar auf dem Deich zelten. So, und wir waren ganz begeistert. Jawohl, machen wir. Aber man konnte hier nur zelten. Also wir beide los, haben uns erstmal ein Zelt gekauft. Und mit dem wir auch im Nachhinein ganz viel gemacht haben.
Wir waren sogar mit unserem Zelt bis nach Lappland und also schöne Zeiten verbracht, aber hier hat es angefangen. Ne? Und wir haben hier auch alles gemacht. Wir haben hier so viel Spaß gehabt. Wir haben hier, weiß ich nicht, gemacht. Aber ich glaube, wir haben nicht einen Zocker gesehen, nicht ein Spiel, ein Fußballspiel gesehen. Nee, wir gucken gleich noch mal kurz zu dieser Arena oder wie sich das da nennt. Und aber wir waren auch mal da, ne? Aber ein richtiges Spiel war es. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass wir es gesehen haben. Also wir waren eigentlich mehr oder weniger im Umkreis von 10 Metern ums Zelt. Genau, aber hier hat es angefangen. Wären wir hier nicht gewesen, würden wir hier nicht stehen, würde es unseren YouTube-Kanal nicht geben, würde es unser Womo nicht geben, hätte das vielleicht schon gebaut, alles aber anders gekommen, dann hätte es einen anderen Lauf genommen. Und wo sind wir jetzt hier? In Cuxhaven. Dun? So. In Dun, ne? Würde ich sagen. Ich glaube, ja. Oder sind wir hier schon in... Ja, bestimmt. In Dösen. Jetzt mach keinen Reim da drauf. Schatz, bitte. Ich meine, das ist noch Dunen hier. Ne? Ich glaube, ein Stück weiter ist Döse. Was sollte sich denn Döse reimen? Was? Du hast ich eine mein Fantasie. Ja nur, so, ich mein wir ja zeigen nur. Jetzt mal, ja, noch kurz das Zockerspiel. Das war jetzt auch nur mal am Rande. Ne, das ist jetzt für uns ja. Oh, du mit deinem Schirm. Ja, du mit deinem Schirm. Ja, du guckst doch mal hierher. Gibt's doch nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, da, hier, wirklich hier genau, da haben wir gestanden. Und? So. Und da hinterm Deich, da wo die Fähnchen sind, da gucken wir jetzt noch mal, wie es da jetzt aussieht. Von Cuxhaven zum Heimathafen. Die Wäsche ist schon wieder durchgenudelt. Wie überall auch, sonst so zu Hause. Als erstes muss man erstmal die Wäsche wieder machen. Der Alltag ist wieder eingekehrt. Ja. Und ich befürchte fast, es war so erstmal unsere ziemlich letzte Fahrt, die wir erstmal machen konnten, weil ja, mein Vater ist jetzt zum Pflegefall geworden und ich bin ja nun mal ganz alleine, die das alles machen kann. Also es gibt keine Geschwisterkinder und so weiter. Meine Mutter ist schon vor längerer Zeit verstorben und also wir müssen jetzt da irgendwie zusammenhalten und da jetzt durchgehen. Aber kommt Zeit, kommt Rat und das wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, wie schön das in Cuxhaven war. Oh, wir haben das so genossen und wir haben so ein super mäßiges Glück wieder mit dem Wetter gehabt. Also das war so fantastisch, ne? Also alle Leute, die da waren, die waren so angetan, ne? Weil Ende Oktober, man hatte kaum Wind, es war einigermaßen warm, noch die Sonne hat geschienen, ne? Überhaupt kein Regen, also es war total super, wirklich. Auch eine schöne Atmosphäre da gewesen, ne? Ja, wirklich, also wirklich klasse. Und wer auch sagt, na, der Cuxhaven, der auf der Platte, man muss das aber mal so sehen, aus jedem Schaden einen Nutzen, ne? Es ist Beton. Selbst wenn es mal regnet,
keine matschigen, dreckigen Füße, die man ins Wohnmobil reinträgt, kein schlabberiges, schnodderiges, altes Laub unter den Füßen, weil es ist ja gar kein Baum da. Ne? Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, das stimmt wirklich. Wie gesagt, wir finden schön und für ja, ein paar Tage. Ja, es ist halt Tage auf jeden Fall mal eine Abwechslung, ist mal was total genau anderes und einfach so schön aufs Meer gucken, auf die Schiffe gucken und das ist total super. Das beruhigt einen so schön, ne? Ja, dieses Tröten morgens um 5. Das ist schon nicht ohne, ne? Ja. Aber es gehört halt dazu, muss ja sein. Ohne Tröten wäre es ja auch langweilig da. Ne? Ja, eben, das weiß man ja, ne? Ja, das wollten wir euch kurz sagen. Wie gesagt, so viel geredet haben wir nicht, weil wir haben es echt total genossen. Wir sind mit dem Fahrrad durch die Gegend gebraust. 25 Kilometer, sage ich nur. Mir brennt ja heute noch der Hintern. Und aber es war richtig schön. Und also eine Tour natürlich nur. Wir haben ja mehrere Touren gemacht. Ja, ja, natürlich nur eine die Tour. Die waren aber nicht so. Insgesamt sind wir ja gut, hunderte Kilometer gefahren. Manche lachen sich natürlich kaputt, wenn wir sagen 25 Kilometer. Ne? Für manche ist das ja ein Witz. Ne? Für uns ist das ein Quantensprung. Für uns ist ja wirklich eine Höchstleistung. Absolut. Wir sind an unsere Grenzen gegangen. Gegen den Winter noch. Ja, und ne? Oh, wir hatten eine Sturmböen. Ja, und übertreibt man nicht. Sturm, Wind 14, 12 und wir sind durch und gegen angegangen. Ja. So, naja, auf jeden Fall wollten wir euch nur sagen, es war wunderschön und wir finden es da klasse. Und ja. Und falls ihr noch nicht da wart, fahrt echt mal hin. Also gut, klar, manche sagen natürlich schon von vornherein, nee, gar nichts für uns. Aber ansonsten, also ich finde auf jeden Fall, man muss es irgendwie mal gesehen ja, haben. Ja, auch schöne Restaurants, also mit dem Fahrrad, ne? Super viele ja. Restaurants, Cafés, Einkaufsmöglichkeiten, alles in der Nähe. Also wir kommen auch noch ein drittes, viertes und mindestens, fünftes Mal. Ja, auf alle Fälle, das machen wir auch. Ja. Freue mich jetzt schon drauf. Ja, ich auch. Ja, am liebsten wäre ja noch da geblieben, ja, aber gut, das ja. alles ja, hat wir, man. Wir waren Ende ja schon froh, dass wir wirklich mehrere Tage am Stück wenigstens da sein konnten. Das war schon ja. total super. Genau, und das haben wir auch genossen. Ja, ich hoffe, euch gefällt unser kleines Video von der Platte. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr beim nächsten Mal ja auch wieder einschalten. Und bis dahin eine schöne Woche. Schönes Wochenende ja. und bis demnächst, ne? Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt, das nervt mich jetzt auch noch. Dieses Geflügel im Gesicht. Du kommst auch mal auf Ideen hier. Ja, ne? So.